Club Soul. Nominiert für den Echo 2000. Das hier ist ihr aktuelles Album. Über 40.000 Zuschauer. Bundesvision Rap Soul. Song Contest. Wir sind für Hessen. Rap Soul. Rap Soul vor einer gigantischen Menschenmenge. Rap Soul, die neue deutsche Soul- und R&B-Entdeckung. Boys and Girls, wir sind wieder unterwegs. Jetzt geht's Licht aus, können wir das Licht anmachen? Danke. Und wir sind in Königswinter. Wir melden uns dann gleich schon mal vom Soundcheck. Genau. Was möchtest du haben? Das wäre? Der Laptop. Ich war sehr amtlich. Oh, hier war alles im Fleck. Also da oben, ein bisschen rumchecken. Ja. So, und jetzt wollt ihr mal sehen, also das wird ja sowieso der nicht jugendfreie Podcast. Deswegen zeigen wir euch jetzt mal ganz kurz, was der Chris hier auf meinem Fernseher für ein Programm eingestellt hat. So. Hier haben wir NRW-TV. Und das hat der Chris eingestellt. Aha. Komm. Komm. komm, setz dich zu uns. Wir gucken ein wenig fern zusammen. Ich mache mir auf jeden Fall Sorgen. Der Chris hat eine vibrierende Zahnbürste. Da kann da irgendwas nicht stimmen, ey. Genau. Das ist der. Das ist cool. Du kannst es erstmal lassen. So, wir sehen jetzt hier live und direkt nach dem Auftritt. Wir sind gerade von der Bühne gekommen. Ich bin hier alleine Backstage schon. Prost! Also, ihr seht, hier geht's rund. Aber alles außer Rand und Band hier. Alles geht hier ab, wie der Punk ab. Alles was geht hier ab? Alles was hier geht ab, geht ab, was hier ab. Und wir sind? Raus. Wir sind raus. Wir gehen jetzt. Hands und Hemd, der hat schon neues. Der war gut. Ja, boah, morgen, morgen. Das ist der Schweinebärhut. Das ist der Johnny, ich bin der Steve. Ich gehe mir jetzt Frühstück holen. Frühstück holen, also einen Döner. Hallo, dann ich hätte gerne einen Döner bitte. Döner bitte. Oder, ah, scheiße, ich hätte auch einen anderen Scheiß. Egal, das ist ein Döner. Ja. Komm, wir machen. Komm, wir machen. Die Jurze kann man es machen. Nummer 1. Hast du vergessen? Das ist auf jeden Fall, der Johnny hat immer noch den Schweinebär auf dem Kopf.
Wer kauft jetzt ein? Hallo. Wir drehen hier den Film. Wo hast du eigentlich diesen teuren und eleganten Hut gekauft? Den habe ich in Königswinter gekauft, bei Gary's Fashion World. So sieht er ja aus. Da bin ich schon reingegangen, da habe ich mich beraten. Ich habe gesagt, was sind hier so in neueste Trend in Königswinter? Da hat er gesagt, wir tragen jetzt alle Bären auf dem Kopf. Ich dachte, okay, ich mache mit. Gib den Bär. Hallo. Das ist jetzt modern. Kopfwärmen. Das ist eine Mischung aus Hut und Kopfwärmen. Ja, wirklich. Das ist der letzte Schrei. Ja, ja, ich gucke dich auch. So, einen wunderschönen Tag noch. Mit oder ohne Bär. Danke. So, ich muss sagen, so wenn wir in Frankfurt jemanden hätten, der einen Bär auf dem Kopf rumrennt, der wird einfach in die Schnauze kriegen. So, wir sind wieder unterwegs. Wo sind wir? Das war Königswinter, oder? CJ, wo sind wir? Wittenburg. So von hinten, nein. Wittenburg! Wittenburg? Der CJ liest. Letzte Tourtag. Möchtest du uns was erzählen darüber? Das Buch ist das Lola-Prinzip. Ich habe mir das heute wieder gekauft. Und bald seht ihr wieder, wie groß ich bin. Wie groß du bist? Ja, das Buch verleiht Kräfte. Okay. Nur im Kopf. Ja, nach dem Buch, wo ich das gelesen habe, habe ich uns vom Webstore kennengelernt und wir hatten Erfolg. Und was ist das andere Buch? So Leute, ihr seht ja da dieses Schild, da steht drauf, Rastplatz bitte sauber halten. Jetzt könnt ihr kurz schauen, was Dan über dieses Schild denkt. So. Genau. War gut. Ja. Ich möchte nämlich jemanden grüßen. Möchte ich jemanden grüßen? Podcast, ja. Und zwar will ich grüßen. Einen Augenblick. Ich glaube, es ist zu dunkel. Das ist die Svenja, die Marina und die Christine. Vielen Dank für euren Brief, ihr drei. Wir haben uns sehr darüber gefreut. Weiter so, supportet uns. Macht weiter so, vielen Dank. So, wir sind jetzt im Hotel angekommen. Also, wenn man sich die Gänge so anschaut, sieht das eigentlich auf jeden Fall ganz schön aus. Erzähl doch mal was. Ja, das ist schön. So als letzter Tour-Auftrittstag. Ja, letzter Tour-Auftrittstag haben wir einen. Was ist das für ein Geräusch? Okay, hier war gerade was. Was war das? Ich weiß nicht, hier war gerade. Ich hab's auch gehört. So. Ja, gell? Ach, ich will jetzt irgendwo so eine Ratte rausspielen. Aber das Bad ist doch schön. Das ist auch mal etwas größer. Oh, riesig. Ja. Was wolltest du jetzt zeigen? Ja, das ist das Problem bei diesem Hotelzimmer ist, der Fernseher ist nicht so groß. Ja. Und das Ding ist, ich liege da auf dem Bett. Ich schaue ganz gerne fern, wenn ich auf dem Bett sitze, liege, stehe. Deswegen, dass wir kurz eine kleine Aktion machen. Hallo. Ja? Und zwar räumen wir das Ganze jetzt ein wenig um. Okay, du kannst es dann zeigen, wenn du fertig bist mit umräumen, okay? Okay? So, länger ist das Kabel nicht. Schaut ein bisschen verbessert wenigstens. Okay, wie kommt es jetzt in der... Ach so, da ist dein Bad gar nicht. Sehr gut. Hast du gut gemacht, Steve. So, jetzt blenden wir einen Applaus ein. Den kann man sogar drehen. Wahrscheinlich habe ich jetzt nur 3 Programme oder so. Was machen die da? So. Ich habe mir überlegt, dass wir an dieser wunderbaren Raststätte jetzt wieder nochmal eine Abmoderation machen. Du mit den Windmühlen im Rücken. Ich muss jetzt mal letzte Worte loslassen. Schmeiß mir mal das Feuer her. Ja. Wo ist mein Feuer? Eine Ära geht zu Ende. Viele Geschichten sind entstanden und sind bereit, erzählt zu werden. Sehr schön. Und jetzt würde ich sagen, verbreitet die Botschaft raus in die Welt.
Wir sind auf dem Heimweg, war echt geil. Tour ist vorbei, Club-Tour. Ja. Ich mach dir mal los. Ja, ist schon weg. Und, ja. Eine sehr kurze Tour, aber spaßige Tour. Ellen für Liebe. Liebe. S für letzte Buchstabe. Für Steve. Boah, das geht halt. Das müssen wir nochmal hier, da müssen wir nochmal rüberwischen. S für Schluss, Mann. So, für Schluss. Ja. Danke an dich, Deutschland und deine Straßen. Für die wunderbaren Staus, die du uns während der ganzen Tour beschert hast. Jetzt zum Abschluss der Tour stehen wir. Man hat nicht oft die Möglichkeit, sich einfach mal auf die. Ja, deswegen sage ich ja gerade. Und zu tanzen. Hallo, mein Name ist Jacques Dupont. Was Sie heute hier sehen, ist Airgliding Paraguay. Gute Reise. Au revoir. Ja. Kamera filmt noch 20 Sekunden, es war ein guter Auftritt, Sound war nicht so 10, gut. 9, 8, 7, 6, wir sind gleich raus. 3, 2, zack, da ist wohl das. Zack, da ist wohl das. Du dummes Einfach immer Rocky, Alter. Immer Rocky. Egal, das kann nicht sein, Alter. Du schickst wieder ein Ende für einen Scheißfilm. Sind wir raus, hatten wir einfach. Jetzt haben wir ein Ende für einen Scheißfilm.